So, Anschauungsunterricht zu dem gestrigen Video von wegen gedrillt, was ich damit meine. Ich meine damit natürlich nicht Diensthunde von der Polizei oder vom Bundesheer oder irgendwas. Das ist ganz ein anderes Training. Das sind ganz andere Situationen, die diesen Hunden ausgesetzt sind. Das ist so wie Therapiehunde. Die müssen einfach ganz andere Sachen kennen wie andere Hund. Was für andere Hund eine Katastrophe ist, dieses Fahren überbeugen, ist für einen Therapiehund völlig normal. Sehr gut. Also ihr seht, ich brauche zum Beispiel auch gar nicht einmal hier oder was rufen. Ich kenne die zwar fast nicht mehr. Ah nein, der Pferd hat den Ball. Ich brauche noch einmal pfeifen und das sind alle da. Ja? Und wie ihr seht, ist da die Wiesen gemacht, darum dürfen wir da gehen. Und da unten ist die Wiesen hoch. Und jetzt gehen wir zurück. Dann sitzt sie in die andere Richtung. So. Bravo. Der Pferd ist immer einer der Ersten. Die Mädels brauchen immer ein bisschen länger. Geh mal. Komm. Und die Bärte ist immer die Letzte. Ganz die. Bravo. So, jetzt kommt auch die Bärte. Ohne irgendwas. So, worum es mir jetzt geht, ist zum Beispiel, da unten, wir gehen jetzt auf diese hohe Wiese zu. Ja? Kannst du immer wutzeln. Bertha hat auch ihren Spaß, Pferde hat den Ball. Ja? Ein Ball, drei Hunde. So, erstens, wissen alle drei, sie dürfen nicht in die hohe Wiese rein. Ja? Und das ist eigentlich ganz einfach. Jedes Mal, wenn sie zu hohen Wiesen hingehen, sage ich nein. Nein, geh mal, komm, komm, komm. Bravo, Konsti, Bonsti. Bra, super. Ich bin hasrig. Ich habe aber nicht geschrien in der Nacht. Super. Ja? Und das nächste ist, wir gehen jetzt wirklich einen Meter neben der hohen Wiese, weil das ist ein ganz schmaler Weg. Sie dürfen auch nicht in die Wiesen rein, das wissen sie. Dadurch, dass ich mit einer ein Team bilde, wir sind ein Rudel, auch wenn es jetzt heißt, ich meine, es gibt ja die Meinung, Hunde sind keine Rudeltiere, der Meinung bin ich nicht, ich finde, dass das wohl. Birdie, komm. Rudeltiere sind so, nach Hause. Nein, hey, nach Hause. Entschuldige. Habt ihr es jetzt gesehen? Sie wollte jetzt in die Wiesen rein, nach Hause. Geh mal. Nach Hause. Ah, Konstanz. Raus. Geh mal. Zackig. Sehr brav. Das heißt nicht, dass sie es nicht probieren. Birdie, nicht einmal dran denken. Geh mal. Geh mal, geh mal, geh mal. Nach Hause. Bertha. Komm. Sehr gut. So, und jetzt marschieren alle drei am Weg. Neben der hohen Wiesen. Die ist sicher so geil, weil du jetzt so eine habt. Hey, Konstanz. Raus. Komm, 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 komm. Geh mal. Sehr gut. Und nach Hause. Bertha, überleg nicht einmal. Bravo. Und ihr seht, da ist kein Zwang. Die haben also nie. Das ist einfach nur, Mädels, wir gehen nicht schwimmen. Nach Hause. Geh mal. Normal gehen wir immer zum Fluss, aber schwimmen. Aber es ist halt nicht so heiß. Komm. Geh mal. Zack, zack. Nach Hause. Komm. Und ihr seht es auch da, wenn wir zum Fluss runtergehen, gehen sie am Weg und nicht in der hohen Wiese. So, und jetzt sage ich, nein, wir gehen nicht schwimmen. Widerwillig, aber doch kommen sie. Nach Hause. Na komm, Konstanz. Und das meine ich mit nicht gedrillt. Die machen das, weil ich das sage, weil sie wissen, naja, gehen wir halt in einer halben Stunde schwimmen. Sie wissen, wir gehen eh schwimmen und es wird einen Grund haben, warum wir nicht schwimmen gehen. Aber das ist jetzt nicht mit Zwang oder mit irgendwas, sondern das war einfach mit Ruhe gelernt und einfach so wie die Konstanze. Gut, sie geht einen Meter rein. Nein! Gut, dann geht's halt wieder raus. Das heißt nicht, dass sie es nicht probieren. Das ist völlig normal. Das ist wie bei einem Kind. Der wird auch, kann ich ein Eis haben? Nein. 10 Minuten später, Mama, kann ich jetzt ein Eis haben? Ich darf nicht, darf ich jetzt in die Wiese? Ganz normal. Völlig normal. Aber das meine ich mit erzogen. Und das ist ja so, wenn jetzt ein anderer Hund kommt und sagt, nein, zu mir, dann kommen sie zu mir. Und das meine ich mit, die Bertha ist immer die Letzte. Aber sie muss einfach die Letzte sein. Heute war es die Konsti, heute war die Bertha braver. Die müssen jetzt nicht nebeneinander exakt gehen oder in der Sekunde, wo ich sage, das ausführen. Das sind Therapiehunde, keine Diensthunde. Ja, wie gesagt, du hast was im Auge, Schatzi.
Bei Diensthunden ist das wieder was anderes. Da geht's, wenn es um mein Leben geht, dann ist das auch. Kann ich nicht meinem Hund ein bisschen einen Spielraum geben, ne? Weil dann bin ich ein bisschen spielraummäßig tot. Ganz was anderes. Schaust du so? Die wissen ganz genau, dass sie jetzt aufgenommen werden. Das habe ich gemeint mit Gehorsam, ohne zu drillen. Sie kommen, jeder in seinem Tempo, jeder auf seinem Weg, aber sie kommen.